Heute heißt es für unsere Eagles Heimspiel gegen den Aalener SG. Tolles Heimspiel, tolle Punkte bislang, 11 Siege in Folge, heißt auszubauen den Siegeserfolg auf 12 Siege in Folge, damit wir dann auch nächste Woche auf ein echtes Spitzenspiel blicken können, am 1.12. hier gegen die Schalksmühle Halver, wo es dann wirklich heißen wird, Erster gegen Zweiter. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Trainer der Aalener, Sascha Berto, und natürlich auch unseren Trainer Ronny Rogaska. Und wie es die Höflichkeit gebührt, hat der Statement zuerst als Gast. Also Sascha, erstmal dein Statement. Ja, erstmal natürlich schönen guten Abend und Glückwunsch an Ronny natürlich, jetzt auch auf einer Höhe wahrscheinlich auch verdient. Ja, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben sie eigentlich da auch angegriffen, wo wir sie angreifen wollten. Das hat dann nicht so relativ gut funktioniert. Dann hatten wir die Halbzeit und dann verletzt sich noch als größter Überfluss mein Kreisläufer. Ein anderer Kreisläufer ist ja schon verletzt. Jetzt hatten wir einen ganz jungen, der ist 18 Jahre alt und da müssen wir eben dran arbeiten, dass er da mehr bringt. Aber ja, und wir verlieren vorne viele Bälle, Anfang der zweiten Halbzeit. Überzahlspiel war ganz schlecht, was wir da gespielt haben. Und ja, so kommt Krefeld natürlich in die Gegenstöße. Und dann hat man natürlich keine Chance. Kommen wir zum Statement unseres Trainers, Ronny Rogaska. Ronny, wie hast du selber das Spiel gesehen? Ja, erstmal guten Abend. Ja, ich habe das Spiel ja auch so gesehen, ähnlich wie Sascha. Wir haben erste Halbzeit haben wir im Abwehr nicht so richtig gut da gestanden, war nicht kompakt genug. Und Aalen hat das gemacht, was sie gut machen. Das war über dem Kreis zu spielen, das war uns klar. Nur wir konnten nie so richtig Zugriff kriegen da. Und ja, vorne im Angriff haben wir einfach zu viele Fehler gemacht, waren unkonzentriert. Und ja, das waren die Sachen, die ich dann appelliert habe für die zweite Halbzeit. Konzentration mehr im Abwehr und dann das schnelle Umschaltspiel. Und das hat dann auch gut gefruchtet. Und ja, am Ende haben wir dann auch einen guten Sieg rausgefahren. Und jetzt können wir den Fokus auf die ganze Woche legen und auf das Spitzenspiel nächste Woche. Und ja, ich hoffe, wir werden uns wiedersehen, aus der Hütte wird brennen hier. Max Jäger von der ASG Krefeld nach einem 33:22. Geniales Spiel in der zweiten Halbzeit von dir, glaube ich. Wie hast du selber das Spiel gesehen? Ja, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir sind am Anfang schwierig reingekommen, haben uns schwer getan, wirklich, haben uns aber reingekämpft und ja, einen super Start nach der Halbzeit hingelegt, glaube ich. Also die ersten 10-12 Minuten waren einfach überragend, hat alles funktioniert, auch Tempo-Gegenstöße dann gemacht, die einfachen Tore. Von daher, ja, können wir, glaube ich, sehr zufrieden mit sein.